رمضان تجلى وابتسما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wenn wir viele Taten machen, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen, und wir uns gegenseitig motivieren, diese Taten zu machen, wie zum Beispiel das Tarawih-Gebet, wie zum Beispiel das Fasten, wie zum Beispiel Dhikr zu machen morgens und abends, ja, wie zum Beispiel das Gebet in der Nacht, dann gibt es dabei eine Gefahr. Diese Gefahr heißt Heuchelei. Heuchelei im Arabischen An-Nifaq kommt von dem arabischen Wort Nafaq, das ist sozusagen wie ein Tunnel, ja, beziehungsweise heißt das, dass es ein Tunnel, der zwei Öffnungen hat. Das heißt, ein Munafiq hat zwei Gesichter. Ja, weil auf der einen Seite ist er so und auf der anderen Seite ist er so. Und dieses Nifaq oder diese Heuchelei ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Menschen beschrieben, die am Tag der Auferstehung kommen, vor Allah subhanahu wa ta'ala mit einem Gebirge an Hasanat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, am Tag der Auferstehung kommen Menschen mit Gebirge, mit Hasanat, amthal jibal tehama bayda, also wie die Berge von Tehama, das ist sozusagen in der, ja, die westliche Seite von der arabischen Halbinsel gibt es ein Gebirge, ja, du könntest das vergleichen vielleicht mit den Alpen, ja, in Form eines Gebirges, eines weißen, riesigen Gebirges, wird jemand kommen am Tag der Auferstehung mit diesen Hasanat, subhanallah, ein Gebirge an Hasanat. Und was kommt? Er wird vor Allah subhanahu wa ta'ala gebracht. Und der Prophet sagt, فَيَجَعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Also wird Allah subhanahu wa ta'ala dieses Gebirge zu Staub zerfallen lassen. Subhanallah. Und die Sahaba kriegen Angst. Sie denken sich, ja Rasulullah, was ist das? Yani, da kommt jemand, der hat ein Gebirge al-Hasanat. Ein Gebirge an Hasanat. Und einfach so zu Staub zerfallen? Warum? Wie kommt das? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, also hat diese Leute beschrieben, die Sahabe sagen, beschreib uns diese Menschen. Was haben die getan in dieser Dunya, dass Allah deren Berge, Gebirge an Hasanat, ja, standest du mal vor einem riesigen Berg, dieses Gebirge von Hasanat wird zu Staub zerfallen. Und die Sahabe sagen, beschreib uns diese Menschen, ja Rasulullah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, das sind Leute, die so beten, wie ihr betet. Die so fasten, wie ihr fastet. Die so in der Nacht beten, wie ihr in der Nacht betet. Aber sie sind Leute, dass wenn sie alleine sind, dass sie die Sünden begehen. Dass wenn sie alleine sind, wenn sie nicht von den Menschen gesehen werden, dann sind sie anders. Wenn sie nicht von den Menschen gesehen werden, ist es ihnen egal, ob sie Ibadah machen oder nicht. Wenn sie nicht von den Menschen gesehen werden, dann verhalten sie sich wie Nicht-Muslime. Subhanallah. Das ist jemand, der, wenn er unter den Muslimen ist, in Gemeinschaft von Muslimen praktiziert, rechtschaffen tut, mitbetet, mitfastet, mit in der Nacht betet, ja, zum Beispiel Tarawih-Gebete betet, Sadaqa gibt, ja, er spendet vor den Leuten. Warum macht diese Person das? Diese Person macht das, um von den Menschen gelobt zu werden, um von den Menschen gesehen zu werden. Wir haben einen anderen Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, fürchtet diesen Schirk, diesen kleinen Schirk sozusagen, denn er ist versteckter als das Laufen einer Ameise. Wenn du eine Ameise an deiner Kleidung hast, spürst du das, dass da eine Ameise läuft? Wenn da eine Ameise läuft und du siehst sie nicht, merkst du, dass da eine Ameise ist? Du merkst das nicht. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam davor gewarnt, dass dieser kleine Schirk, sozusagen die Heuchelei, ja, die Augendienerei, dass die so versteckt ist wie das Laufen einer Ameise. Das heißt, es kann sein, es trifft dich. Es kann sein, ohne dass du es wirklich beabsichtigt hast, irgendwo änderst du deine Absicht. Und das ist hoch, hoch gefährlich. Und wir müssen dabei kurz erwähnen, es gibt bei dem Thema Heuchelei, gibt es große Heuchelei. Das sind, oder Heuchelei in der Aqida, in dem Glauben, das sind Menschen, die Ungläubige sind, aber so tun, als ob sie Muslime sind. Diese Menschen wissen, dass sie Heuchler sind. Diese Menschen gab es auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam,
einige, vor allem als sozusagen die Muslime mehr Kraft und Ansehen und Macht hatten. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht über diese Menschen auch sehr, sehr viel im Koran. Und aber diese Personen, die Heuchler im Glaube sind, die wissen das von sich selber. Die wissen, dass sie Ungläubige sind und einfach nur so tun, als ob sie Muslime sind. Das, worum es bei uns geht, ist sozusagen die Heuchelei in den Taten. Die Heuchelei in den Taten schmeißt einen nicht aus der Religion raus. Dadurch wird man kein Käfer, wenn man in Taten tut, die mit Heuchelei beschrieben werden durch die Texte des Islams, durch den Koran und durch die Sunna. Aber das sind sozusagen die Dinge, die so gefährlich sind. Und zu diesen Taten gehört Augendienerei. Das ist der kleine Schirk. Das ist, dass man etwas tut für jemand anderen. Man macht das, um gelobt zu werden. Man macht das, um Ansehen zu bekommen. Man macht das nicht rein nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist sehr, sehr gefährlich. Jetzt können wir fragen, okay, wie können wir wissen, ob wir so etwas tun oder nicht? Woher weiß ich, ob ich ein Heuchler bin oder nicht? Es gab einen Sahabi, der heißt Hudhayfa ibn al-Yaman. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diesem Sahabi eine Liste mit Namen anvertraut von den Leuten, die Heuchler sind. Ja, nee, es war keine Liste aufgeschrieben, sondern er hat ihm gesagt, wer Heuchler ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste das. Und Hudhayfa ibn al-Yaman war derjenige, der immer nach den schlechten Dingen gefragt hat. Ja, es gibt manche Hadithe, die beginnen von ihm überliefert so. Die Leute haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Gutem gefragt und ich habe ihn immer nach dem Schlechten gefragt, aus Angst davor reinzufallen. Und dieser Hudhayfa ibn al-Yaman war der Einzige, der die Namen der Heuchler kannte. Und so war es nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam, war es so, dass Umar ibn Khattab wusste, dass Hudhayfa diese Namen kannte. Und so hat er geguckt, wenn jemand gestorben ist, zum Beispiel bei einem Janaza-Gebet, bei einem Totengebet, hat er geguckt, ist Hudhayfa da? Wenn Hudhayfa mitgebetet hat, hat Umar ibn Khattab auch mitgebetet. Und wenn er nicht mitgebetet hat, dann hat Umar ibn Khattab auch nicht mitgebetet. Und eines Tages kam Umar ibn Khattab zu Hudhayfa und hat ihm gesagt, ja Hudhayfa, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam meinen Namen erwähnt? Allahu Akbar. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam meinen Namen erwähnt? Umar ibn Khattab, Amir al-Mu'minin, war sich nicht sicher, ob er ein Heuchler ist oder nicht. Hatte Angst, zu den Heuchlern zu gehören. Wer sind wir heutzutage, subhanallah? Dieser gewaltige Sahabi, Umar ibn Khattab, hatte Angst, zu den Heuchlern zu gehören. Wenn sogar er Angst hatte, zu den Heuchlern zu gehören. Wie sieht es aus mit uns? So, jetzt die Frage, was ist die Lösung? Wie können wir wissen, dass wir keine Heuchler sind? Die Antwort ist, habe regelmäßige Taten, die niemand kennt außer dir und Allah. Habe Ibadat, sei es das Gebet, sei es Fasten, jetzt außerhalb von Ramadan, dass nur du die einzige Person bist, die weiß, dass du fastest. Sei es eine Spende, die du gibst, wo kein anderer Mensch davon mitkriegt, außer du und Allah. Sei es ein Gebet, sei es Dua, Dinge, wo du mit Allah alleine bist, ohne dass irgendein Mensch das sieht, ohne dass das irgendjemand mitkriegt und auch nicht, dass du das später den Menschen irgendwie erzählst. Das ist die Bedeutung von Ikhlas, von Aufrichtigkeit, dass du eine Sache rein nur für Allah subhanahu wa ta'ala machst. Und das schützt dich vor der Heuchelei. Das schützt dich vor der Heuchelei, indem du Taten hast, die niemand kennt außer dir und Allah. Denn das mit der Heuchelei ist schlimm, so schlimm, dass sogar die Engel am Tag der Auferstehung, also am Tag der Auferstehung, diese Berge werden zerfetzt. Und alle Menschen kriegen das mit. Die Menschen, für die du diese Taten gemacht hast, sehen, du hast das gar nicht für Allah gemacht. Du hast nur so getan, als ob. Und die Engel sehen das. Die Engel, die was? Die Engel, die deine Taten aufgeschrieben haben, deine guten Taten aufgeschrieben haben, werden Dua gegen dich machen. Werden sagen, bu'dan lak, weg mit dir. Ali ghayrillahi kunta ta'mal, hast du für jemand anderen als Allah etwas getan? Subhanallah. Die Engel haben gedacht, du hast das als gute Tat gemacht. Aber die Engel wissen nicht, warum du das tust. Und so ist es, dass am Tag der Auferstehung die Menschen, die Leute, die etwas nur für die Menschen getan haben, die etwas getan haben, um gesehen zu werden, dass mit diesen Leuten die Hölle angezündet wird, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deswegen ist das ein sehr gefährliches Thema, ein sehr wichtiges Thema. Erinnere dich täglich daran und
Ganz, 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 ganz wichtig. Habe Taten, die niemand kennt, außer dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Heuchelei bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden verzeihen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil رمضان تجلى وابتسما.